alles durchschreiben. Mittlerweile habe ich alle Buchstabenkombinationen so oft geschrieben, dass ich abgespeichert. Aber vorher hatte ich dann manchmal Verbindung von X zum L oder was weiß ich, was ich vorher noch nicht geschrieben hatte. Und da merkte ich plötzlich, wie beim Computer, kennt ihr, wenn so ein Bild plötzlich sich so wie so ein Rollo abspult, dann merkte ich wirklich, das Gehirn funktioniert identisch wie eine Festplatte. Es wird immer irgendwas geladen, was du, wie auch wenn du Sachen nach Noten abspielst, dann liest du ja irgendwas, aber du spielst ja was vorher war. Mhm. Ja, eigentlich was du nur, das ist ja nur eine Gedankenstütze. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, du hast mit viel dieses Minimum, ne? Die ersten Male mit diesem ganzen Bogen, das ist nicht mehr so viel. Ja, ja, genau, das hatte ich am Anfang auch. Dann muss man erstmal gucken. Nachher geht's dann. Das stimmt. Genau, und jetzt müsste ich eigentlich mal mit jemandem, der seine Examensbearbeit oder Doktorarbeit in Psychologie schreibt, mit dem müsste man mal verifizieren, was mir nämlich einfiel, das ist auch die beste Art, Orthographie zu lernen. Denn wenn jetzt jemand Legastheniker ist, dann hat er ja, normalerweise lernt er das Schreiben ja, so wie es mir geht, ich schreibe ein Wort und stelle dann fest, das Bild stimmt nicht. Und dann sehe ich, aha, da fehlt ein Buchstabe. Mhm. Aber das geht den Legasthenikern ja ab. Und deswegen könnte man denen das so beibringen mit dieser Schrift und jedes Wort von Anfang bis zu Ende geschrieben, sodass du das Wort Portemonnaie nicht irgendwie kognitiv abgespeichert hast, sondern als Bewegung. Dann wäre im Grunde die Legasthenie damit überwunden. Ja, ob das so einfach wäre, das ist schon eine Sache. Ja, der typische Legastheniker würde dann natürlich noch wieder einen Grund finden, wie er zum Loser werden kann. Ne? Aber wie man die Vermeidungshaltung, die viele Legastheniker haben, dann ihnen abgewöhnen könnte, das weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Die würden natürlich wahrscheinlich alles dran setzen, es bloß so nicht lernen zu müssen. Otro de Frida Kahlo. Tengo una colección. ¿Sabías el nuevo esposo de Frida Kahlo? Ah, esta de acá también es bonita. Bien bonito. Dann schreib doch was nicht keine Bögen hat. Umdrehen und Stuttgart wieder so was wie Minimum, Maximum. Ja, ich schreibe hier auch alles gut vor. Ich könnte mich ja nochmal was draufschreiben, das ist doch gut. Mal viel. Ja, aber das ist jetzt nicht gefährlich, sondern das ist auf dem Tisch wieder, weil es ja nur Dingsfarbe ist. Du schreibst diese Schrift auch im Alltag. Ja, ich habe mir das dann so angewöhnt, dass ich das kann ich meine alte Schrift da.